In Cyber Orange steht er vor der Kamera der Ford Mustang als Cabrio in der exklusiven California Special Edition. Den darf ich, Ben Conrad, mir heute in diesem Video mit und für Sie und euch ansehen. Damit herzlich willkommen bei diesem 8-Zylinder-Fahrbericht hier beim AVD, dem Automobilclub von Deutschland. Kaum ein Auto ist mehr Ikone als der Ford Mustang, der Inbegriff des Punica, natürlich auch wegen dem Pferd im Logo. Den gibt es schon einige Jahre, auch bei uns. Übrigens ist diese Ford Mustang-Generation die erste, die es offiziell auch von Ford bei Ford-Händlern in Deutschland zu kaufen gab und zu kaufen gibt. Die Vergangenheitsform ist nicht unangebracht, denn in wenigen Tagen, je nachdem, wann ihr dieses Video seht, präsentiert Ford in den USA schon eine neue Mustang-Generation. Es wird dann aber eine Zeit lang dauern, bis die auch bei uns verfügbar sein wird. Und bis dahin gibt es natürlich auch das aktuelle Modell als Fastback, also als Coupé und als Cabrio. Nur noch als 5 Liter V8 mit 449 PS, also ein Auto der guten alten Schule. Den Vierzylinder, den gibt es nicht mehr. Und der Mustang wird jetzt optional zum California Special. Da gibt es 2 Farben für diese Sonderedition, dieses Paket. Einmal das leuchtende Blau und dann dieses Orange hier, Cyber Orange. Was sind denn die Besonderheiten der California Special Edition? Das sind die 19 Zoll Leichtmetallfelgen in Dunkelgrau. Dann sehen wir hier diese Dekore an der Seite mit dem GTCS, also GT California Special Logo. Außerdem gibt es ein spezielles Logo am Heck und wir sehen einen neuen Grilleinsatz mit so einer Wabenstruktur an der charakterstarken Mustang-Front. Und auch hier steht das Emblem der California Special Edition in diesen Waben, die die Luft ansaugen für den 5 Liter V8 Motor, der hier längs eingebaut unter der Haube steckt. Auf der Strebe darüber, die für Stabilität sorgt beim schweren Auto, sehen wir auch den California Special Schriftzug. Außerdem bringt die Edition in ihrem Paket dann auch beheizte und belüftbare Sitze mit so einer Wildlederoptik mit roten Nähten mit. Und wir sehen, dass man auch während der Fahrt, vor allem als Beifahrer, weiß, dass man in einem ganz speziellen Mustang sitzt, das California Special Emblem auf dem Armaturenbrett. Auch speziell für den California Special sind übrigens Teppiche mit dem Namen des Paketes drin. Ansonsten entspricht das Cockpit dem gelernten Mustang-Cockpit. Wir haben digitale Displays, sowohl hinter dem Lenkrad, die man dann auch in verschiedenen Layouts einstellen kann. Je nach Fahrmodus werden die dann anders angezeigt. Und wir haben hier das Infotainment-System Sync 3, heißt das, mit einem Touchscreen. Der ist so ein bisschen nach innen versetzt, hat den Vorteil, dass es nicht allzu stark spiegelt. Und man hat es ganz gut als Handauflage hier und kann dann hier die verschiedenen Funktionen und Menüs hier eben anklicken. Apple CarPlay und Android Auto sind auch an Bord. Darunter haben wir dann hier das Bedienfeld für die Klimaautomatik und dann sehen wir hier auch die Sitzheizung und Sitzlüftung, beides dreistufig. Die Kippschalter hier sehen lässig aus, sind leider aus Kunststoff, nicht aus festem Metall. Und hier ist der Wählehebel für die optionale 10-Gang-Automatik. Es gibt den Mustang mit 6-Gang-Handschaltgetriebe und 3000 Euro Aufpreis kostet das 10-Gang-Getriebe. Und das macht, wie ich finde, auch einen ganz guten Job und passt ja gut zum Cruising-Charakter des Autos, der natürlich nicht nur cruisen kann, sondern schon auch ordentlich für Fahrspaß und Geschwindigkeit sorgen kann. Und das probieren wir jetzt natürlich aus. Ich schnalle mich an. Und wir starten zur Probefahrt, wie gesagt, nicht auf dem Mulholland Drive, sondern im schönen Bayern.
Der Ford Mustang ist nicht das frischeste Modell auf dem Markt. Das ist ganz gut so. Denn er ist noch so ein richtiges Auto, was sich ehrlich fahren, beschleunigen und einlenken lässt. Der Motor sitzt vorne, der Antrieb hinten. Das Auto schiebt auch in schnell angegangenen Kurven so leicht mit dem Heck nach außen, ohne zickig zu sein. Den Rennstreckenfahrmodus, den man einstellen kann, den lässt man natürlich auf öffentlichen Straßen unangetastet. Saugertypisch sammelt sich das Drehmoment erst relativ spät. Also es gibt nicht diese Turboladerblase. Und es ist ein schön klassisches Autofahren mit tollem Sound. In 4,8 Sekunden geht es auf 100 km/h und 250 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit. Dann natürlich mit geschlossenem Verdeck. Und auf der Autobahn ist auch so bei Reisetempo 180, 200. Das mit den Windgeräuschen nicht so schlimm, wie man vielleicht vermuten würde. Dann kann man auch echt schön seine Bahnen ziehen. Was hier so auf Landstraßen ein bisschen auffällt, ist natürlich das Format des Autos, die Breite. Es ist schon ein Trumm, aber gut einsehbar durch die gerade Motorhaube. Das Fahrwerk, das es als Option gibt, heißt MagnaRide. Das ist ein adaptives Fahrwerk, wo in der Hydraulikflüssigkeit kleine Metallpartikel drin sind und die werden eben dann, deswegen MagnaRide, durch eine magnetische Funktion eben verhärtet, wenn es sein muss. Und somit kann sich dann das Fahrwerk und die Dämpfung darauf einstellen, was du als Fahrer so vorhast und natürlich welcher Fahrmodus gewählt ist. Ansonsten ist der Mustang ganz modern. Wir haben eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandhaltefunktion und einen Spurhalteassistent, der dann auch sanft gegenlenkt, wenn sich das Auto in Richtung Fahrbahnaußenrand bewegt. €69.200 ist der Listenpreis dieses Testwagens. €63.000 bezahlt man für den Mustang als Cabrio mit der 10-Gang-Automatik. Hier haben wir dann die Farbe optional, das MagnaRide-Fahrwerk und das California Special-Paket. Das ist ein fairer Tarif für ein Auto dieses Formates mit knapp 450 PS und dem V8-Motor. Ein toller Langstrecken-Cruiser, aber auch ein schönes Auto für Fahrspaß zwischendurch, der natürlich auch dann Durst bekommt. Der WLTP-Normwert liegt bei 11,5 Litern. Unser Testverbrauch liegt da gar nicht so groß drüber, zwischen 12,5 und 13 Litern. Je 100 Kilometer hat sich der 5 Liter V8 genehmigt, um seine Pferdchen hier zu füttern oder zu tränken. Und das ist angesichts der Leistung, finde ich, schon ein Wert, der okay ist. Muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, auch angesichts der Spritpreise, ob ihm das der Spaß, der Fahrspaß wert ist. Das Auto ist dafür, wie gesagt, relativ günstig im Umfeld anderer V8 GTs mit Stoffkapuze. Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Video. Wir freuen uns auf eure und ihre Kommentare, Fragen und Antworten. Alles unten in der Kommentarfunktion möglich. Und wenn noch nicht geschehen, würde es uns doch auch sehr freuen, wenn du oder sie den Kanal abonniert. Dann sehen wir uns bald wieder zum nächsten Fahrbericht hier beim AVD, dem Automobilclub von Deutschland. Mein Name ist Ben Konrad und ich freue mich aufs nächste Mal.